Pop, Pop. Im Studio der Iggy Pop von den Comedians, Fabian Unterreger. Okay, Pip. Was für ein Lob, wenigstens mal. Ja, ist so, zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Ja, die Woche ist noch nicht ganz gegessen, da müssen wir einiges noch diskutieren. Und zwar ein heikles Thema voraus. Alle haben diese Woche ja davon geredet. Angelina Jolie hat ihre Brüste amputieren aus Angst vor Brustkrebs. Das bewegt, das gibt es reden und zu schreiben. Ciao zusammen, da ist der Blick am Morgen. Krass, tough, jetzt hat der Pizza Spread. Ja, hallo zusammen, da ist der Baschi. Ich finde das auch hart. Oder ich weiss es. Ich habe mich ja auch gerade kürzlich erst von meinen zwei Brüsten getrennt. Meine Herren, eher geschmacklos würde ich sagen, das Thema geht doch viel tiefer. Oder die wissenschaftliche Frage. Ist das ein Weg, der wirklich schützt oder nicht? Der Fernsehbiologe, guter Kollege von uns, der Andreas Moser, weiss, was die Forschung da für Erkenntnis hat. Die Entwicklung ist frappant. Nach dem herzigen Fluss Krebs wird auch der Lebensraum vom hinterlistigen Brustkrebs immer eingeschränkter. Gib es auf. Themawechsel. Zürich. Diese Woche haben in der grössten Stadt der Schweiz Taxifahrer gestreikt. Bastian Giro, wie habt ihr als Velofahrer den Tag erlebt? Ja, vielleicht zuerst etwas Persönliches an dieser Stau. Das war herrlich gewesen. Keiner Drängler, Schubs, Wegabschneider, mitten auf der Strasse parkieren. Ich habe Kinder auf der Strasse gesehen, tanzen alte, junge Menschen, die sich in den Armen gelegen sind, Palästinenser und Juden miteinander haben eine Säule grilliert. Der 11. Mai war für mich wie Weihnachten, Sonntag und mein Schweizwahlen miteinander. Und es geht ja gerade weiter mit Freitag, Giro, oder? Pfingsten kommt. Dir als Nationalrat etwas vor? Ja, ich gehe wie jedes Jahr am Gotthardtunnel und mache Stau-Watching. Das ist herrlich, wie die Autofahrer stundenlang am gleichen Ort stehen. Gut, ich zwar auch, aber das ist ja etwas anderes. Schönes, attraktives, dekoratives, sexy, geil, jung, dynamisch, blutsmaxi. Zum Glück ist fertig.